So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier vom Kaja-Tor. Mal schauen, was sie uns sagen wollen. Die haben uns schon 50 Mal gerufen. Hier? So, aber jetzt. Öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los. Öffnet das Tor und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen, nach Meridian. Öffnet das Tor. Oh, da ist ja noch einer. Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken, für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Nice. Kein Ding, Schwester. Warum sind die so gelb? Haben eine interessante Hautfarbe. Oder war das nur das Licht? Die sehen wirklich krass gelb aus. Furchtbare Hautfarbe. Ich meine, ist ja okay, ist alles gut, aber. Weiß vielleicht, ob Nakoa hier war. Ja. Oh, Schnellspeicher, nee, brauchen wir nicht. Sieht schon geil aus, das Tor. Hey, hier ist noch ein Türchen. Oh. Okay. Eine Quest. Jetzt mal, da müssen wir hin, oder? Nee. Neue Quest. In der Hauptmann bla. Okay, okay. Neue Quest. Doch, zwei Quests haben wir hier. Lass dir diese Waren nicht entgehen. Ja, okay. Du sprachst von Schwierigkeiten in den Banuk-Ländern. War ich so laut? Meine Ohren leiden wohl langsam durch all die Langbeinkämpfe. Aber es ist wahr. Ich war gerade im Schnitt. Auf der Suche nach besseren Teilen und mehr Scherben. Und du hast dort nichts gekriegt? Nicht, wenn die Banuk ständig über neue Maschinen und sprechende Geister jammern. Da kauft keiner was. Eine Handelsroute ohne Handel ist nur eine Route. Okay, eine Handelsroute? Handelsroute? Bleiben die Banuk nicht unter sich? Wir Osseram und die Banuk sind immerhin Nachbarn. Ein paar Gebirgspässe ändern das nicht. Ich habe ein paar Bekannte dort draußen, die sich immer noch durch das Eis graben, aber es läuft nicht gerade gut. Der ganze Aberglauben und die Maschinen machen es nicht besser. Okay. Maschinen und Geister? Es gibt neue Maschinen und Geister? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Bei der Menge an Banuk-Beerdigung sollte man sich eher davon fernhalten. Das liegt mir nicht so. Ah, wenn du in mein Alter kommst, dann räumst du auch lieber im Sonnenreich hinter Jägern auf. Ist wärmer dort. Der Schnitt? Was genau ist der Schnitt? Als die Kaja im Krieg den Rand des Banuk-Landes verwüsteten, hinterließen sie den Schnitt. Also ein Schlachtfeld des Krieges. So wie das Tal vor dem Heiligen Land. Mhm. Ein Gebirgspass weit im Nordosten führt dich dorthin. Fremde können da hinein. Sehr zäh, so wie du. Erwarte bloß keine Begrüßung. Vor allem nicht jetzt. Abschied? Neue Maschinen und Geister? Klingt spannend. Die Antwort habe ich erwartet. Aber ich habe dich gewarnt. Es gibt einen Pfad durch die nordöstlichen Berge. Er liegt hinter dem Grabhort. Leicht zu finden. Auf der anderen Seite ist sowas wie eine Stadt. Vielleicht entscheidest du dich dort noch um. Vielleicht. Vielleicht nicht. Danke für die Information. Okay. Ja, zweimal mit den Geistermaschinen gesagt, was auch immer das heißen soll. Jägerloge. Die Quest haben wir aktiviert. Ah, begibt sich Meridian, okay. Haben wir noch irgendwas? Hier ist noch eine Brutstätte. Da ist eine Brutstätte, da. Eine Brutstätte. Unter den Schnitt. Ah. Nee. Da müssen wir schnell reisen. Noch ein Banditenlager.
Ja, aber hier gibt es trotzdem noch eine neue Quest und wir müssen hier mit jemandem sprechen. Guck mal, da ist noch jemand, der will was von... Hauptmann Balan, ich möchte etwas fragen. Erstens nach einer Nora-Frau, die hier vielleicht durchgekommen ist. Und zweitens nach dem Weg nach Meridian. Was erwartet mich auf dem Weg? Tja, hier war auf jeden Fall eine Nora. Das vergesse ich nicht. Es gab einen Vorfall. Und was dich auf dem Weg erwartet? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Okay, ein Gefallen. Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lakhir befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeug etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lakhir sagt, man muss immer Meldung machen, und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Okay, warum ich? Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Walid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte sag ja. Was war das, Soldat? Gar nichts, Sir. Sag ja. Okay, der Weg nach Meridian. Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Avard hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja, reisen auf eigene Gefahr. Danke, das habe ich schon gewusst. Fragen über das Kaja Sonnenreich. Oh. Okay, warte. Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Handels- und Durchgangsstation, die einen sehr schlechten Ruf bei deinem Volk hat. In der Zeit des letzten Sonnenkönigs wurden viele Nora entführt, hier für den Transport nach Meridian versammelt und geopfert. Doch das ist lang vorbei. Ich soll für Sonnenkönig Avard sicherstellen, dass hier alle Kaja den Nora mit Respekt begegnen. Okay. Ah, hier ist zurück. Ich dachte schon, ich komme hier nicht mehr raus. Okay. Kaja und Nora. Und wie stehen die Dinge jetzt zwischen euch und den Nora? Sonnenkönig Avard will Frieden. Die Stammmütter auch, hörte ich. Doch alte Wunden heilen schlecht. Beide Stämme sind stolz. Ich sorge dafür, dass es zu keinen weiteren Provokationen kommt. Besonders jetzt nach... Tja. Während dein Volk sich vom schrecklichen Angriff erholt, meine ich. Ja, Meridian. Wie ist es in Meridian? Es hat sich verändert. Die Stadt lebt. Nichts ist mehr so wie unter Sonnenkönig Jiran. Avard, der neue König, hat dafür getan, was er konnte. Sklaverei wurde abgeschafft. Es gibt ein neues Bündnis mit den Osseram. Und der Sonnenring, wo so viele Fremde starben, ist jetzt ein Denkmal für die Opfer. Nice, okay. Die Osseram. Die Kaja sind mit den Osseram verbündet? Kaum zu glauben, aber wahr. Sonnenkönig Jiran brachte viel Leid über sie. Avard konnte sie auf seine Seite ziehen. Er hatte Hilfe, ja klar. Elsa und Erend halfen ihm. Osseram-Geschwister, legendär. Sie befreiten Meridian. Ich war dabei, sicherte mit meinen Männern am Nordfels den Tempel der Sonne, vertrieb Jirans Falken und Priester. Jetzt sieht man Osseram häufig in der Stadt. Und hört sie auch. Sie streiten wirklich viel. Nur am Streiten, dieses Volk. Okay, Sonnenkönig Avard. Du scheinst den neuen Sonnenkönig zu begrüßen. Er ist der Auserwählte der Sonne. Und was das Sonnenreich nach 10 Jahren Krieg braucht. Ein ruhiges Licht, kein loderndes. Bei König Jiran floss bei jeder Kränkung Blut. Bei König Avard nur im Notfall.
gut für die, die ihn kränken. Manche halten ihn daher für schwach. Nein, Frieden ist stärker, wie die Sonne zeigt. Ja, da hast du recht. Okay, warte, zurück. Frange Kajareich. Olin. Ist ein Osseram namens Olin hier gewesen? Zweimal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid natürlich. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Alle? Okay, Nakoa. Es gab einen Vorfall mit Nakoa. Die Nora? Ja, einen Vorfall. Versuchter Mord. Präfekt Said kann dir mehr dazu sagen. Du findest ihn beim Hauptturm, die Treppe hoch. Warte. Said ist hier? Ist er. Hör mal, ich weiß, was dein Volk über ihn sagt, aber er schwört, dass es eine Verwechslung ist. Wenn ein Schatten in ihm ist, habe ich es nie bemerkt. Und die Geduld, die er mit dieser Nakoa hatte, war beeindruckend. Sprich mit ihm. Vielleicht weiß er, wo sie ist. Und bitte versuche ihn nicht anzugreifen. Ich versuch's. Okay, ich halte Ausschau nach deinen Männern. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar. Aber nicht so dankbar wie Walid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. der arme Kerl. Okay. Haben wir das? Händler. Oh, hier ist ein Händler. Verkaufst du wieder denselben Bullshit wie je und je, je und je. Ah, er verkauft was anderes? Ich weiß es nicht. Okay, Handhabung. Dieser langsam verbrannte, aber äußerst zielsichere Bogen eignet sich am besten für den Verkauf. Wenn es auf Präzision ankommt, kann modifiziert werden. Das ist schon cool. Der ist halt für Snipey. Hatten. Was für ein Fall? Keine Ahnung. 15, 25, 12. Eigentlich auch ziemlich nice. Wir haben so viel Kohle, wir können einfach alles ausprobieren. Wow. Was ist das? Ich Abrisspfeile? I don't know. Schrottpfeile? Normale Pfeile? Ich meine, wir versuchen auf Scharfschütze zu spielen, würde ich sagen, oder? Kaufen den Scharfschützenwurf. Bogen. Müssen wir ein bisschen ausprobieren. Wir haben eh noch einen Platz, lol. Okay, 30. 30. Stock. Auch ganz cool. 50. Raja Feuerwappen. 50. Nice. Effekte gar keine? Dieses Gewand aus Heinz Million, Leder und Ring bietet wenig Schutz, ist aber sehr anpassbar. Keine Ahnung, was das ist. Nee, 50-50. Wir haben eine Rüstung, die gegen alles so relativ schützt. Die Sache ist die, wenn wir gegen Feuer, Strom und so weiter, Viecher alle gleichzeitig betteln, ist das besser. Aber wenn wir Feuer oder sowas betteln, dann sind die besser. Ich weiß nicht, ob wir eigentlich ganz cool, wenn wir von allem etwas haben. Dann können wir immer wieder je nach Situation tauschen. Ich meine, die meisten Viecher, die wir bekämpfen, sind momentan Feuer. Habe ich das Gefühl, obwohl die Krabben jetzt auch Strom gewesen sind. Ich meine, wir haben eh unendlich viel Kohle. Ein Schnellreisepaket. Unbegrenzt Schnellreisen? Ey, das ist ja sowas von geil. Wir brauchen nur Fuchshaut, cool. Mann. Kann mir kein Schwein erzählen. Die Zerlegungsfeile. Okay, Waffen.
Hier, dieser Leicht lässt sich schnell nachladen. Sag mal. Nein. Nö, lässt sich auch schnell nachladen. Das eine Ding kann man dann doch verkaufen, glaube ich. Komm, scheiß drauf. Kaufen. So, du. Frage ist. Beutepfeil. Präzisionspfeil. Zersprengungspfeil. Okay. Boah, der ladet lange nach. Aber wenn du in Deckung stehst. Gegen schwere Gegner. Schon interessant. Okay, nice, nice. Warte. Wir haben doch. Hab ich das Ding gekauft? Ja. Nee. Wir haben das gekauft. Stimmt. Wir brauchen auch eins für Feuer, eins für Eis, für eins für Dings. Kann ich dann verkaufen? Zwei für Feuer. Haben wir denn. Nein. Nicht das, sondern. Wir haben noch eins für Verderbnis, eins für Tarnung. Wenn ich Tarnung mache. Der kriegt dann wirklich noch Tarnung dazu. Nee. Vergrößert deinen Scharfschützenköder. Köcher. Waschbärknochen, ja gut, das ist egal. Waschbärhaut, cool. Brauchen wir zwei Waschbärhäute? Knochen und Fuchs heute ohne Ende, ne? Ja. Und Fischgräten ein bisschen. Oh, Rattenknochen haben wir auch noch. Dann. Hier habe ich jetzt 20. Das müssen wir unbedingt ausprobieren. Schnee und Nebel. Weiß wie Knochen. Weiß wie Knochen. So, okay, wir müssen aber. Rede mit Said. Wo bist du? Da. Wenn ich welche herstelle, wie viel macht er? 5. Okay. 8 Scherben kostet so ein Ding. Krass. Also 5 Schuss. Ihr seid Said. Und du eine Nora. Deinem Tonfall nach hast du schon von mir gehört. Ich kann dich beruhigen. In deinem Stamm kursieren ja wohl wilde Gerüchte über mich. Aber die Nora verwechseln mich mit jemandem. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Aber der Nebel des Krieges stiftet oft Verwirrung. Leider wollen einige diesen Fehler nicht einsehen. So war es auch bei der letzten Nora, die hier vorbeikam. Okay. Nakoa. Die letzte Nora, die hier vorbeikam. Ihr meint Nakoa? Heißt sie so? Naja, es war eine unglückliche Situation. Sie griff mich am helllichten Tag an. Hätte einer meiner Männer sie nicht bemerkt, wäre es übel für mich ausgegangen. Aber wir konnten sie rechtzeitig überwältigen. Was habt ihr mit ihr gemacht? Gehen lassen, natürlich. Sie dachte offensichtlich, ich sei für unsägliche Dinge verantwortlich. In gewissem Sinne war ihre Tat also gerechtfertigt. Ich erklärte ihr ihren Irrtum und schickte sie dann weiter. Leider hat sie mir offenbar nicht geglaubt. Okay, wo ist sie jetzt? Wo ist Nakoa jetzt? Das weiß ich nicht genau. Als sie ging, tobte sie, sie würde mich irgendwie zu Fall bringen. Allerdings hat die Garnison vom einsamen Fels berichtet, eine junge Frau sei von Banditen entführt worden. Vielleicht war sie's. Okay, rote Raubzüge? Ihr bestreitet eure Beteiligung an den roten Raubzügen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich war an diesen Operationen beteiligt, allerdings nur ganz am Rande. Aber all dieser Unsinn über Folter und Mord, das war ich nicht. Die verwechseln mich mit einem anderen Hauptmann. Einige Kameraden haben zweifellos Schlimmes getan. Doch Sonnenkönig Awad bemüht sich, solche Brutalität zu beenden. Ja, ist schwierig zu glauben, oder? Okay, ich gehe zum einsamen Fels. Sie waren ausgesprochen hilfsbereit, Präfekt Said. Keine Ursache. Der Sonnenkönig möchte sich mit deinem Volk versöhnen. Und ich bin sein demütiger Diener.
Ich werde dem am einsamen Fels auf den Grund gehen. Verlasst euch drauf. Ja, tu das. Und falls es unseren Männern an Hilfsbereitschaft mangelt, bitte, lass es mich wissen. Okay. Der ist der Oberbabu hier, glaube ich. Was ist das? Ah! Die Störung, Schiffe, Pergament. Interessant. Was zum Lesen. Oh mein Gott, viel zu viel zu lesen. Da sind noch welche da, da. Verdammt, es gibt so viel Zeug. Absolut alles habe ich übersehen. Set 1, Set 2. Blümchen. Maschinen. Oh, der Langbein. Vogel. Der Krebs. Feuerbrüllrücken. Dornmaschinen. Oh Gott. Ja, der Langhals. Lohnbehälter. Ah. Nachtschwäche, alles. Stärke Dings. Also wenn er gegen Lohe schießt. Also das und das sind Schwächdinger. Hohe Behälter Feuer, Körper Eis. Eis, das ist interessant. Hohe Metall, durch der Geflechte. E. Kiste. Welche keine, ja, keine. Kiste. Die Hälterung, Abriss. Was, seine Arme? Abriss. Okay, wenn du viel auf Abriss hast, machst du ihn gut platt. Eine Schwäche, alles. Abriss. Rock und Abriss. Bügel, alles. Okay, der ist ein bisschen Fähigkeit zu machen. Okay. Das. Schöne Kiste. Nice. Huch. So, okay. Wollen die uns jetzt hinführen? In die Walachei, okay. Da hinten ist der einsame Schnitt. Da ist ein Banditenlager. Hier ist noch eine verbotene Daumenzone. Untersuche das verlorene Dorf. Hä, da war ich doch schon. 25, ja komm. Ein Schnellreisepaket können wir nutzen. Nach den 800 Jahren. Dann untersuchen wir mal das Dorf, das wir schon gesäubert haben. Ich weiß ja nicht, was wir da noch untersuchen sollen. Aber naja. Abgesehen, dass die Verderbnis hier alles platt gemacht hat, hier wissen wir doch schon alles. Auf Hauptmann Balans Patrouille getroffen sein. So, ja, hier müssen wir die Leute suchen, aber... Ja, cool. Waren die Leichen auch vorher da? Ist gar nicht. Einer der Kaja ist hier gefallen. Die anderen haben sich zurückgezogen. Aber wohin? Das finden wir bestimmt raus. Wo markieren? Nee. Doch, wir haben es auch jetzt richtig gemacht, oder? Ja. Okay. Oder auch nicht? Wo? Ah, hier, ja. Die andere Seite. Wir haben hier Verderbnisgeschon gemacht. Cool, da ist noch einer. Noch ein Kaja-Soldat. Wenigstens ein schneller Tod. Ja, arme Bubi. Okay, bei denen will ich nicht spielen. Und nicht jetzt. Fuchs. Nein, der hat nichts gedroppt. Alter, er kann Schwein erzählen. Ja gut, wenn er nichts gedroppt hat, ist es egal. Nur Schweinchen, Truthähnchen. Bist du? Fuchs! Oh nein!
Schön zu wissen, dass, dass er die Spur aufhebt. Ah. Hier so. Das kann nicht der Helm des anderen Kaja sein. Ah, okay. Seinen Kopf verloren und ist weggerannt. Versuche das Gebiet. Folge den Spuren. Ja, ja, okay. Spur markieren. Wir merken, ich darf keinen Fuchs markieren. Leider. Truthahn, Truthahn. Oh. War schwer. Nein. Sehr. Ich sehe im Gras nicht. Jetzt. Furchtbar fliegen diese kleinen Mistkerle, ey. Ja, gut. Irgendwie habe ich die Spur verloren. Habe ich das Gefühl, nur so. Nee, da ist sie. Hey, wir haben eine Haut. Was das heißt? Wir können was upgraden. Fragekapazität. Stolperpfeile. Jägerbogenpfeile. Fuchshauer, guck dir das an. Nice. Nice, nice. Und, oh, okay. Abgeschlossen. Nice. Waschbärhaut. Fischgräten, wir müssen an den Fluss hier gehen, unbedingt. Ratten. Die brauchen noch sau viel Fischhäutchen. Häutchen? Fuchs. Nein, ich Fuchshäutchen. Beinchen brauchen wir nicht. Versuche Blutflecken. Überall Blut. Hier hat eine Maschine etwas ins Wasser gezerrt. Vielleicht hat er es zur Insel geschafft. What the fuck? Ein böser. Böser Maschinchen will. Oh, guck mal, da ist ein Fisch. Wie gut, dass er mitten im See ist. Den kriegen wir mit Sicherheit nicht. Dass man hier irgendwie nicht angeln kann oder so. Auch lustig gewesen. Dann müsste ich immerhin eine bessere Methode, um an Fisch ranzukommen. War das? Bein, Hase, sonst. Schnappermaul? Welche Feuer? Okay, okay. Na gut, Planänderung. Was? Jo, Alter! Digga, was war das denn für ein unfairer Scheiß? Hier sind überall welche. Willst du mich verarschen? Nicht schon wieder. Los, komm, 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 geh in den Busch. Ja, ist ja unfair, das Casting. Hier sind 500 Stück. Hier. Oben. Die Loren, die sind die Schwachstellen, ich sag's dir. Ich frag mich, ob mein Fokus etwas finden würde. Ja, ich weiß, dass er was finden würde. Das sind 3 Stück. Verarsch mich nicht. Vorsicht vor der Maschine. Hinter uns. Sieht nicht freundlich aus. Ja, ich hab's schon gemerkt. So, kleiner Scheißer. Na gut, es ist halt jetzt im Wasser, ne? Das ist unfair. So, hier bin ich.
Ja, komm zu Papa. Ja. Jo. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach Hause gehen. Ich weiß nicht, was sie da machen, aber es läuft gar ganz gut. Aua. Ja. Huch. War das? Ist der auf mich draufgesprungen? Das kannst du ja ein Schwein erzählen. Will ich um? Ja, ist nicht richtig getroffen worden. Nice. Oh, ups. Der letzte Fall war unnötig, aber egal. Der auf mich gesprungen ist, ist nicht an das Ding geknallt. Okay, ich glaub, los. Ich bin sicher. Landslein. Ölsaft. Kann ich ihn hier im Wasser untersuchen? Ja, 28 Schaden. Oh, nice. Lol. Ein Fisch. Wir haben einen Fisch gefunden. Jetzt mal, vielleicht wir haben sollte ich das Gebiet mit meinem Fokus absuchen. Mit in die Luft gejagt. Ja, ich weiß. Ist ja gut, Mädchen. Schwimmer. Nice. Ölsaft. So. Was ist das? Ach so, Pflänzlein, Kühlsaft. Ah, oh, nice. Hat ja Bogen erhalten. Wir haben einen Bogen von dem gekriegt. Wir haben ein Schwein umgelegt. Holz, ja, ja, Mist. Oh, sind Fischis. Sogar zwei Fischis. Aber zwei mit gar nichts. Einmal haben wir irgendwas gekriegt. Ich glaube, grün sind immer Knochen, oder Grete? Ja, nice. Genau das, was wir brauchen. Weiß nicht, ob wir mehr brauchen. Sollte aber... Mann! Gut sein, so. Hier nach dem... Fokus findet hier vielleicht was. Ist ja gut. Das Mädchen, ey. So, ich würde sagen, dann sehen wir uns mal in der nächsten Folge. Und ich glaube, der Fokus wird hier was finden. Ciao, ciao.